Vielleicht hat der Heisenberg einfach nur Angst, dass wir ihn beseitigen, weil er weiß, dass wir die Fähigkeit dazu hätten. Weil wir haben ja alle drei auch schon besiegt. Ah, cool. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Resident Evil 8 Village auf dem PC. Ich muss mich kurz hier noch hinsetzen. So, wir sind in der 30. Folge. Wir haben kampflos das vierte Flakon von Heisenberg erhalten. Er hat sich selbst nicht blicken lassen. Ich denke mal, dass das noch kommen wird. Dass es das jetzt war, das wäre, fände ich, ein bisschen sehr zu einfach. Jedenfalls aber haben wir jetzt hier das vierte Flakon und ja. Der Torso von Rose und damit haben wir jetzt alle vier Bestandteile. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Ich hoffe, es geht irgendwie gut, aber naja, schauen wir mal. Kelch des Giganten. Heisenberg aufsuchen. Okay, wir haben jetzt den Kelch des Giganten. Der steinerne Sockel vom Altar. Jetzt vollständig mit den vier Flakons. Da haben wir ihn nochmal. Da sind die vier Flakons, die wir uns von den vier Sachen da besorgen mussten. Mach's gut, Duke. Ich speichere das Ganze nochmal. Dann müssen wir jetzt genau hierhin zum Zeremonieplatz. Das war klar. Der sah ja ungefähr so genauso aus wie das hier, aber nochmal ein bisschen anders. So, wir haben leider immer noch wenig Munition. Ich hoffe einfach mal, dass wir die jetzt hier nicht mehr brauchen, aber... Was war das? Scheinbar hat das ziemliche Auswirkungen auf diesen Ort hier. Also ich meine, was? Also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das Ganze noch gut endet hier, weil Heisenberg ist ja noch als einziger der vier jetzt irgendwie am Leben. Der ist aber, denke ich mal, auch der gefährlichste. Ich weiß nicht, ob er uns das hier machen lässt. So weit, so gut. Okay, ist jetzt der Weg frei zur Fabrik oder so? Dann ist das jetzt wahrscheinlich der Ort des Finales. Wir haben keine Munition. Ah, wir sind so am Arsch, glaube ich. Digga, man hört eiskalten Herzschlag. Ich hoffe mal, das kommt nicht von da drinne. Ach, Digga, was ist das? So, jetzt kommen wir wirklich noch zur Fabrik. Genau. Da ist sie. Heisenbergs Palast. Hier ist nochmal eine Schreibmaschine. Ah. Cool. Genau, die Brücke stieg empor. Aus dem Wasser, die war einfach wieder irgendwie, die kam einfach raus, irgendwie so. Ich muss nur gucken, ob ich gerade laut genug bin. Das Mikro nimmt das irgendwie, machen wir es lieber so. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich.
Ich will mit dir über Rose sprechen. Und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Digga, sowas von eine Falle. Heisenbergs Fabrik. Das letzte Gelände, denke ich mal. Also. Ziemlich großes Areal. Keine Munition. Was bleibt uns anderes übrig? Wir wollen ja Rose retten, dementsprechend. Ja, schon klar. Was kommt jetzt hier? Wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Okay, was kommt jetzt? Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Kampf. Hier irgendwas machen, hallo? Irgendwie nicht so. Nochmal von vorne. Digga, was geht hier schon wieder ab, Mann? Ja, cool. Muss ja hier irgendwie hin, aber
Ja, cool. Hallo! Geh halt nicht runter. Hauptsache, er hat sich nicht geduckt. Ah, ich glaube kaum. Scheiß drauf! Was war das für ein Ding? Na Digga, dieser Heisenberg, der hat irgendwie... Da ist irgendwas ganz verkehrt. Gar nicht erst aus wie eine Pistole, Alter. Wir haben 2 Schuss. Ich glaube, wir können jetzt sogar wieder herstellen. Brauchen wir auch dringend. Hier sind ein paar Sachen wenigstens. Okay, der Heisenberg hat offenbar auch keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße. Aber scheinbar ist irgendwas mit unserer Tochter. Und er will das aber auch benutzen, um Miranda zu zerstören. Und wir wollen natürlich einfach nur die Tochter nehmen und dann ganz schnell von ihr wieder verschwinden. Mehr wollen wir hier nicht. Kann hier auch runter. Ja, falls hier nochmal rostige Reste sind, wäre das cool. Kann ich nämlich, wenn ich jetzt nochmal einmal Schießpulver finde, dann kann ich das nochmal direkt herstellen. Dann haben wir wieder... zumindest 30 Schuss zur Verfügung. Das ist ja schon mal dann besser als nichts. Vielleicht hat der Heisenberg einfach nur Angst, dass wir ihn beseitigen, weil er weiß, dass wir die Fähigkeit dazu hätten. Weil wir haben ja alle 3 auch schon besiegt. Ah, cool. Naja. So, einmal bitte... Ja, die haben nur einen Haufen Geld dabei, die Wichser. Ich brauche... Schießpulver. Das wäre jetzt nett. Ach, Junge, einen Haufen Geld. Wofür brauche ich einen Haufen Geld? Das Game ist doch danach vorbei, sicherlich. Wir haben da jetzt alles. Wir müssen nur noch... Ich weiß immer noch nicht, wie das funktionieren soll. Also, ich weiß es wirklich nicht. Ja, eine Treppe, wo man... Ach, das ist super. Ja, hallo? Ja, man kann nicht mehr hochgucken. Ja. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. Aus der Fabrik entkommen. Ach, wirklich. Ach, cool. Alter, was ist das hier für ein Ort? Oh, Muni nehme ich auch. Schießpulver hätten aber 15 Schuss bedeutet. Jetzt mal ohne Witz. Ist das? Was sind das für Leute hier? Das ist schon irgendwie so ein bisschen krank jetzt gerade, ne? Das ist jetzt gerade schon so ein bisschen... Das ist ja nicht dein Ernst, dass dieser Pfeifen, der etwa drin ist, die 4 Rohstoffe. Aber erklärt, warum wir nochmal Geld bekommen haben. Finde ich lustig, dass er immer dahin kommt, wo man... Na egal. Hier. Ich kann hier überall hinfahren. Ist das hier ein Fahrstuhl? Und der Typ ist hier drinne? Na dann, sieh dich in aller Ruhe um. Munition wäre doch nochmal gut. Ja, guck mal hier. Alter, was ist das denn? Die neu? Neu, oder? Kann es sein, dass sie neu ist? Yo! Alter, ist klar, jetzt gibt's hier die richtig geilen Scheißdinger oder was? Ja, Wahnsinn. Haben wir jetzt kein Geld dafür. Wir könnten jetzt die alten Wummern los verkaufen und dann uns richtig fett eindecken, ne? Alter, die gibt's hier nicht umsonst. Jo, New York. Jetzt kommt nochmal ein Zusatzkoffer. Okay, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ah, man kann jetzt auch nochmal überall erweitern. Alter. What the fuck? Okay, scheinbar. Investition, Ethan.
Scheinbar sind wir noch lange nicht durch. Aber wir haben auch mitnichten genug Geld. Also man könnte jetzt halt sich von Waffen trennen. Wobei ich die schon alle ganz geil finde, ne? Also so ist ja nicht... Den hier, den brauchen wir jetzt nicht wirklich. Das sind 50.000, den nutze ich eigentlich nicht. Und den hier, wir haben es jetzt leider nie probiert, aber irgendwie, ich meine, die Schüsse, die kriegt man jetzt auch nicht so geil. Der braucht halt Magnums. Auch schwierig. 480.000. Was braucht das Ding? Das braucht Flintenmuni. Das ist halt eine vollautomatische Flinte, oder wie? Ja, ist halt jetzt auch, ich meine, das ist jetzt... Eigentlich brauchen wir es ja nicht. Und das hier ist eine Automatikpistole quasi. Die wäre dann vielleicht noch gut. Also die würde ich holen, das hier nicht, weil Autoflinte brauchen wir, glaube ich, eher dann weniger. 120k, dann würden wir unsere alte Pistole vertickern. Dann machen wir das. Komm, machen wir. Dann muss das jetzt halt mal als Schritt gemacht werden. Ist zwar gut aufgemotzt und so, aber... Ah, schade. Bisschen schon. Aber gut, egal. Brauchst du es nicht mehr? Nee, brauche ich nicht mehr. Du hast da was ganz Gutes. Das ist das Richtige. Ja. Dazu noch Pistolenmunition natürlich. Am besten so viel wie du hast. Einfach 15. Ja. Eine interessante Wahl. 30, ja, 50.000 haben wir jetzt auch nicht mehr, leider. Schade eigentlich jetzt. Noch mehr Anzahl, das wäre vielleicht wichtiger gewesen. Wir müssen aber noch das Ding hier jetzt, ja, alles klar. Also aufrüsten kannst du auch vergessen, Junge. Könnt natürlich die Rifle verkaufen, weil da haben wir jetzt eh auch nicht mehr wirklich Munition. Jetzt haben wir natürlich gerade welche gekauft, aber... Jetzt muss man sich halt entscheiden, womit man weitergeht, ne? Ich kann jetzt natürlich sagen, dass ich mich auf das beschränke, was wir halt nutzen wollen, aber 50.000, Alter. Wahnsinn. Man könnte jetzt natürlich sagen, wir begrenzen unser Arsenal aufs Mindeste. Und sagen... Ey, habe ich so viele Scharfschützenmunition, krass. Ah, ist das natürlich schade. Das ist ein Riesenverlust. Das wäre ein Riesenverlust, aber ich will halt schon gerne... Jetzt müssen wir halt überlegen. Diese Magnum-Munition, nochmal 6 Stück von. Das finden wir doch nie wieder. Die haben wir jetzt, genau. Die haben wir, die will ich auch behalten. Die Rifle, ja. Den hier bräuchten wir wirklich nicht. Also den brauchen wir echt nicht mehr. Und ganz ehrlich, den brauchen wir auch nicht, ne? Die 140.000 können wir so sinnvoll investieren. Die benutze ich nicht. Dann können wir aber sogar noch den Dings behalten, die Rifle. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Ja, für mehr Geld dann, ne? Klar. So, den will ich auch haben. Inventar erweitert und dann... Was ist das hier jetzt? Das sind diese, ja, 100.000, siehst du, was ich meine? Der kostet 168.000 im Kauf, ne? Der war bestimmt ziemlich nice. Aber egal, egal. Ist egal. So, Werkstatt. Jetzt müssen wir da wenigstens aber auch nochmal was tun hier. Und zwar... Hier muss auf jeden Fall... Mindestens... Flinte will ich auch nochmal eine Wummer haben. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Sein, ja. Die kriegt auch nochmal mehr Feuerkraft und dann sind wir auch pleite. Also, krass, krass, krass. Also hier kann man noch so viel Geld reinstecken. Ich weiß nicht, wo man das Ganze... Zu hungern heißt zu leben. Gut. Schönen Tag. Ich danke dir. Ich danke dir sehr und da würde ich sagen, das war's für die Folge, Freunde. In der nächsten Folge geht's weiter. So, ist jetzt ein bisschen einzelne Entscheidung. Habe ich noch irgendwas? Dann setze ich das jetzt erstmal hier auf 1 halt. Jetzt haben wir hier richtig schön viel. Oh.
Haben wir hier richtig viel Platz. Ja, sehr schön. Also. Gut, nächste Folge geht's dann weiter. Ich hoffe, wir haben die richtige Wahl getroffen in Bezug auf Waffen. Aber ich glaube, Sniper, Schrotflinte und Pistole ist, denke ich mal, eine gute Kombination. Und das werden wir schon mit... werden wir schon was mit anfangen können. Weil das hier wirklich sehr, sehr geil aussieht. Ein bisschen Schuss sind ja auch wieder da mittlerweile. Und wir sind jetzt bei B4. Wir müssen woanders hin. Keine Ahnung. Werden wir dann wahrscheinlich hiermit auslösen müssen. Das sehen wir nächste Folge. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.